Gut, also, nochmals guten Abend miteinander, nach den tollen Klängen von der Musik. Wenn wir jetzt medial hyperaktuell funktionieren wollen, müssten wir jetzt auch über einen Steuerstreit, den riesigen Drohgebärden von den USA schon wieder um sein, respektive von den abgestürzten CS- und UBS-Aktien reden. Aber wir wissen noch ein wenig zu dem und wir lassen es setzen. Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen schauen, dass wir im Stil Club miteinander umgehen, als Arena. Die Leute auch die Gedanken, die sie haben, fertig machen, ausreden. Und ich denke, da haben wir am Schluss alle am meisten davon. Wir haben ein spannendes Podium da. Ich muss sagen, wir haben Exekutivmitglieder, Legislaturmitglieder. Und die Zusammensetzung ist parteipolitisch ein bisschen einseitig, aber ich gehe davon aus, dass wir das wettmachen werden. Wir haben gehört, dass die Bundesrätin Hosen aufmachen musste, dass sie auf Interlaken durfte, das Unspunnenfest. Ich nehme jetzt an, dass es mit Tulliken nicht ganz so kämpferisch zu und her gegangen ist. Wir haben auch gehört, dass sie gesagt hat, es sei längstens nicht überall so nett wie bei den Bösen. Ich glaube, es gibt nur eine Steigerung in dem Ganzen. Am nettesten ist es wahrscheinlich, wenn ihr Applaus gehört habt im Eingang bei den Genossinnen und Genossen. Gut. Spannende Sache im Moment, die abläuft. Wir sind alle langsam immer mehr, kommen wir das Wahlkampffieber rein. Was auffällt, jetzt das Mal ist, Strassenkampf ist angesagt, laut Sonntagspress. Kandidatinnen und Kandidaten müssen unter das Volk gehen. Die Bandagen sind ein bisschen härter geworden, noch eine ist ein bisschen härter. Und besonders, was auffällt, ist im Kanton Solothurn. Wir haben, ich kann fast sagen, der Gesamtbundesrat ist schon bald im Kanton Solothurn vorbeigekommen. Es fehlt noch jemand, der Ueli Maurer, aber sonst sind alle auf dem Programm und das ist natürlich toll. Das zeigt uns, der Kanton Solothurn ist entweder ein Wackelkanton oder ein sehr wichtiger Kanton, wie auch immer. Zu dieser Frage, ich möchte das gerade einmal aufnehmen als erstes. Bundesrat im Wahlkampf ist nicht immer so ausgeprägt der Fall gewesen. Es wäre doch ehrlich netter, wir könnten aus Distanz zuschauen, wie sie fighten. Und wie steht ihr persönlich dazu? Wenn fast der Gesamtbundesrat in den Kanton Solothurn kommt, spricht das natürlich für Solothurn, würde ich mal sagen. Ganz grundsätzlich. Und die Frage, ob sich Mitglieder vom Bundesrat sollen im Wahlkampf einmischen oder nicht, da haben wir im Bundesrat eine ganz klare Meinung. Ja, wir dürfen auftreten, wir dürfen zeigen, dass wir Mitglieder von einer Partei sind. Wir gehen aber nicht übereinander reden. Wir gehen vor allem auch reden, das habe ich so gehandhabt oder handhabe es weiterhin so, über das, was ich halt vor allem in meinem Departement arbeite. Und ich denke, gerade im EJPD, wo ich so viele Themen habe, mit Ausländerfragen, Asylfragen, Strafrecht, Scheidungsrecht, elterliche Sorge, Suizidhilfe. Also da hat es so viele Themen, wo ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, da können wir darüber reden, dass sie Themen, die die Leute beschäftigen. Und das ist für mich eine Motivation, jetzt eben heute Abend auf die Ulike zu kommen, dass ich da mit meinen Parteikollegen und Parteikollegen zusammen auftrete. Das ist für mich eine Freude und ein Wiedersehen. Schließlich bin ich mit dem Roberto Zanetti noch im Ständerat gewesen und bin auch heim, kenne ich aus dem Nationalrat. Ich denke, solange die Bundesräte und Bundesrätinnen so ihre Partei unterstützen, indem sie über ihre Arbeit erzählen, indem sie auch Fragen beantworten, indem sie vielleicht auch sagen, warum das der Bundesrat zu dem AKW-Entscheid gekommen ist, da können wir gerne darauf zurückkommen, ist das absolut unproblematisch, was verpönt ist im Bundesrat und da halten sich alle Mitglieder dran. Ich glaube, das merkt man auch. Man geht nicht schnödern übereinander, man tut nicht die anderen schlecht machen und ich glaube, in dieser Art und in diesem Umfang ist das für die Landesregierung nicht nur zumutbar, sondern eigentlich auch eine gute Sache. Prima, gut. In diesem Fall, wie sieht es von der Kandidatenseite aus? Seid ihr, nehme ich an, froh? Oder seid ihr? Ich erlebe das ganz anders als vor 4 Jahren. Da hatte es einen Mann, der das Gefühl hatte, er habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und Fahne voraus und nur er repräsentiere die Schweiz. Und die Partei macht ja jetzt auch so Werbung, oder? Schweizer, wir Frauen nicht, aber Schweizer
wählen die Partei. Nein, es ist ein ganz anderer Stil jetzt im Bundesrat. Und es gehen ja alle gehen mit ihren Parteien eigentlich gemeinsam in den Wahlkampf. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte wirklich Wahlkampf betreiben, sondern sie suchen eben die Nähe und begleiten so die Partei, suchen den Dialog zu der Bevölkerung. Und sie haben vorhin gesagt, wir müssen jetzt bei den Leuten sein. Wir denken, wir sollten die ganze Zeit bei den Leuten sein, weil wir vertreten ja die Leute. Und das finde ich jetzt schön in diesem Wahlkampf, dass Bundesrätinnen und Bundesräte da sind. Und ich habe das Gefühl, dass im Bundesrat eben eine Abmachung ist und das spürt man, es ist ein neuer Stil. Neuer Stil. Roberto Zanetti. Ja, also ich habe kein Problem mit Bundesrätinnen und Bundesräten in die Provinz rausgehen. Simonetta ist eine politische Person, immer gesehen, wird so immer bleiben. Sie wird nicht so banal und ausfällig sein, wie es ein paar von ihren Vorgängerinnen oder Vorgänger, Entschuldigung, gewesen sind. Vielleicht noch schnell eine Korrektur, Theo Ecker. Ich glaube, vielleicht hat das Solothurner Zeitung zu wenig genau angeschaut. Ich glaube, der Ueli Maurer war auch im Kanton Solothurn, nämlich beim SVP-Jubiläum. Das Problem ist einfach, dass dort ein Eichen war, der einfach noch grösseren Schatten geworfen hat. Und darum hat man auch nicht gesehen. Also, aber ich bin der Meinung, es war auch so da gewesen. Und in Tulike wird das wirklich anders sein. Wann war das genau gewesen? In Biberist bei der 20-Jahr-Feier von der SVP. Ist doch auch da gewesen. Ja, jetzt einfach in den letzten paar Wochen gemeint. Ja, das ist so, so lange ist das nicht her. Und sie hatten dort nachher noch Flankenschutz von Bahnen, die hier Scheiben eingeschlagen haben, so dass man es dann noch ausschlagen konnte. Das wird heute in Tulike anders sein. Die Sonne, die alles überstrahlt, wird Simonetta sein, und zwar zu Recht. Also nicht, dass wir hier mit Minderwertigkeitskomplex kämpfen haben, aber sie ist einfach gut. Und darum passiert es eben nicht, dass Simonetta Sommaruga im Kanton Solothurn ist und Journalistinnen und Journalisten mögen sich nicht daran erinnern. Aber ich habe kein Problem mit Bundesrätwahlkampf. Peter Gohm, dann müsste auch der Regierungsrat noch mehr auf die Piste gehen. Ja, das ist so. Also ich bin auch der Auffassung, man darf sich durchaus zeigen als Regierungsrat und auch zeigen, woher man kommt und woher man gehört. Und ja, die Einladung, die heute Abend kam, ist auch nicht ausgeschlagen aus diesem Grund. Ich denke, das passt eigentlich noch ganz gut. Aber wir haben das kurz im Vorgespräch noch so ein bisschen durchgegangen und offenbar ist es, kann man auch ein bisschen dazustehen, so oder so, oder? Es ist, ich glaube, was wichtig ist dass, dass man nicht einfach mit der Fahne sich vor irgendwelche Themen spannen, wo man als Regierungsrat bringt, voran, der ins Zeug rauswütet. Ich glaube, das ist halt auch nicht Trauen, wo die Leute von einem Exekutivmitglied erwarten. Das ist das eine. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt nötig ist, dass man gerade in jedem Komitee dabei ist, wo sich hier Land auf, Land ab tummelt. Ich würde jetzt auch nicht Inserat machen oder so, wo ich nachher grösser drauf bin als Kandidatin oder der Kandidat. Ich habe nicht das Gefühl, dass die das nötig haben im Götti-System, sondern dass die Leute eigentlich immer noch Kandidatinnen und Kandidaten wählen. Und darum würde ich so das deutsche System, wo immer jemand aus der Exekutive zuvorderst steht und alle anderen verdrückt, das finde ich eigentlich nicht so gut bei uns. Man muss unseren Leuten eigentlich Raum geben, Luft geben und sie fördern und schauen, dass sie selber zum Schnaufen kommen. Das ist etwa meine Einstellung und sonst kann man mehr sehen und mitnehmen und buchen, wie man das gerne hat. Hat er gehört, he? Aber das klar ist, der Peter Gomwelt, Zanetti bei den Ständeratswahlen. Ja, zweimal, wenn ich könnte. Nein, das soll nicht so Zeug, dann machen wir es dann noch. Nein, das dürfen wir nicht. Ja, wir machen dann noch eine genaue Auflistung in der Zeitung, wo man wie wähle ich und so. Ist gut. Und Urs Wirt, als ja, Neuling quasi, wie empfindet man das so? Als altes Greenhorn. Ja. Ja, guten Abend miteinander. Ich empfinde das natürlich wunderbar, wenn wir Support bekommen, auch aus dem Bundesrat. Wir haben ja zu Grenken auch schon die Micheline Galmire gehabt. Dort haben wir den Spruch gemacht im Roten Blatt.
beim Besuch von Micheline Galmiret siehst keiner von der SVP. bei der Simonetta Sommaruga könnte man sagen, kommt auch keiner von denen Koluga. Aber ich finde das natürlich wunderbar. Ich bin das erste Mal jetzt in so einem Wahlkampf inne, kämpfen für unsere Partei, selbstverständlich auch für mich und selbstverständlich auch für den Röbel. Und ich finde das wunderbar, wenn wir Support bekommen von Bern. Das finde ich schön. Gestern noch am Mundspunnenfest, heute hier in Tuliken. Was gibt es denn Schöneres? Prima, ich möchte noch kurz beim Kanton Solothurn bleiben, Frau Bundesrätin. Wie wird Solothurn in Bern wahrgenommen? Wir haben eigentlich das Gefühl, nicht immer so, wie wir es eigentlich würden verdienen. Oder vielleicht ist das mehr aus einer Froschoptik heraus. Nimmt man Solothurn in Bern wahr? Ja, sicher. Ich würde es vielleicht so beschreiben. Solothurn ist ein Brückenkanton. Solothurn ist ein Kanton, der sich nicht ins Zentrum setzt, wo nicht dauernd das Gefühl haben, wir müssen irgendwo zuvorderst sein. Und die Stärke, und das ist im Parlament etwas, was ich immer wieder erlebt habe, die wirklich starken Leute, die wirklich etwas erreichen im Parlament, dass sie die, die zusammenführen können, dass sie die Lösungen bringen, dass sie die mit anderen zusammen etwas haben können. Und da darf ich glaube, wirklich sagen, aus meiner Erfahrung im Ständerat, und da bin ich jetzt politisch ganz neutral, Roberto, Solothurn hat zwei Ständeräte, die das können. Die vielleicht nicht dauernd eben müssen, in der Arena zuvorderst stehen müssen, die sich nicht müssen dauernd beweisen müssen, dass sie zuvorderst sind, die Leutesten sind, aber es sind Leute, und auch im Nationalrat, und da rede ich jetzt auch nicht einfach nur für die Partei, reden, sondern sage das extra ganz offen, dass sie Leute, und ich finde, da zeichnet sich Solothurn aus, die lösungsorientiert sind, die bereit sind, auf andere zuzugehen. Und ich glaube, wenn ein Kanton eine solche Vertretung hat, kann er letztlich für sich sehr viel rausholen. Er macht es vielleicht einfach nicht auf die laute Tour, aber manchmal ist die leisligere in der Schweizer Politik die erfolgreichere. Dann können wir auch noch schnell das Thema von der ungeteilten Standesstimme noch erledigen. Ihr seid ja im Kanton Bern auch in dieser Situation gewesen. Ist das einfach etwas, das immer wieder transportiert wird? Oder können wir es vergessen? Ja, ich kann einfach für den Kanton Bern sagen, er hat es überlebt. Gar nicht so schlecht. Ich denke, das muss die Bevölkerung wissen, aber man kann auch mit einer geteilten Standesstimme sehr viel rausholen. Das haben sicher verschiedene Kantone ja schon bewiesen. Ich möchte aber vielleicht noch etwas anderes sagen. Ich denke, die Frage ist eine, die sich sicher die Bevölkerung vor den Wahlen stellt. Aber es gibt noch eine andere. Und ich glaube, die ist eben so wichtig. Der hat vorher jetzt schon zweimal gesagt, ich sei am Mondspunnen schwingen gewesen gestern. Und ich möchte das einfach noch sagen, ich bin immer noch sehr beeindruckt von dem Erlebnis gestern. Es war zwar nicht mein erstes Schwingfest, aber mein erstes Mondspunnen schwingen. Einfach zu merken, wie das Land funktioniert. Und was das für eine Tradition ist an diesem Mundspunnen schwingen, wo man auf der einen Seite einen harten Wettkampf hat, wirklich, also es geht ziemlich heftig zu und her, und auf der anderen Seite an der Weise ein Volksfest macht, ein würdiges, ein ruhiges, ein richtiges Fest. Und ich habe ja gestern auch ein bisschen über die Schweizer Politik geredet und gesagt, wie Politik auch lernen kann vom Schwingfest, von der harten Auseinandersetzung und gleichzeitig eben fair miteinander umgehen. Und das wissen alle, die schon mal ein Schwingfest waren. Der gewinnt, der hilft dem anderen auf, tut ihm noch die Säge auf dem Rücken streichen. Und die Geste, ich glaube, die Geste, die sollten wir in dem Wahlherbst, und bei uns ist halt nicht Wahlfest, aber Wahlherbst und ein bisschen Wahlkampf, die Geste, das wäre mir wirklich wichtig, wenn wir die immer in Erinnerung behalten könnten. Die gehört ganz fest zur Schweizer Politik. Und das darf ich mir jetzt glaube ich, erlauben, an einem SP-Abend, wo der CVP-Gemeindepräsident eröffnet, das ist mir jetzt, glaube ich, auch noch nie erlebt, aber es ist für mich wie eine Fortsetzung von gestern, wo ich merke, in diesem Land haben die Leute einfach die Möglichkeit, auch wenn man politisch andere Haltungen hat, auch andere Wertungen hat, sich auf diese Art auch wieder zusammenzufinden. Das ist, finde ich, etwas Einmaliges, und das ist auch das, was ich in diesem Wahlherbst jetzt auch immer wieder erlebe und mir auch noch wünsche, dass das in den nächsten Wochen noch so bleibt.
Roberto Zanetti, nachher lassen wir das Thema. Wie teilt ist die Standesstimme? Dass eine Frage, jetzt wirklich Solothurn ist oder Thurgau ist oder Schaffhaus ist oder was auch immer, kann beantwortet werden. In diesen wenigen Fällen, wo man wirklich muss sagen, jetzt haben wir Solothurnerinnen und Solothurner ganz, ganz spezielle Interessenlage, wo man auch wirklich muss schauen muss. Das hat schon der... Oder ich bin jetzt im Wahlkampf, da glaubt man den Politiker nicht mehr aus. Aber es hat Rolf Bütiker, Mitte Legislatur, letzte Legislatur, hat Rolf Bütiker gesagt, wenn es darum gegangen ist, solothurnische Interessen zu vertreten, haben die beiden Solothurner Standesvertreter, da stehen der Aschi Leuenberger und der Rolf Bütiger, gehen am gleichen Seil und gehen in die gleiche Richtung gezogen. Das sind die Worte von Rolf Bütiger. Darum der mit der ungeteilten Standesstimme. Das ist einfach, wenn der Wahlkampfmanager von den bürgerlichen Parteien nichts mehr einfällt, für ihre Kandidaturen zu verkitschen oder zu verquanten, dann müssen sie mit dem kommen, der ungeteilten Standesstimme. Das ist eine Chimäre, die realpolitisch absolut keine Rolle spielt. Dort geht es häufig wirklich um gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, wo man die Welt unterschiedlich sieht. Und das soll eben im Steinberot auch stattfinden. Aber wenn es um die engen regionalpolitischen Interessen geht, dann ist Simonetta für ihre Berner über den Schatten gesprungen. Dann ist der Aschi Leuenberg, oder dann springe ich heute über den Schatten. Und der Rolf Bütiger hat das auch gemacht. Werner Luggibühl hat das gemacht. Und ich sage euch sogar, Adrian Amstutz müsste es machen, wenn es um Erziehungsmacht geht. Darum ungeteilte Standesstimme, das ist eine Chimäre von barnen Wahlkampfmanager von argumentativ relativ unterdotierten bürgerlichen Parteien. Über Brücken gehen muss ja manchmal auch Regierungsrat. Peter Gomm ist auch nicht allein von seiner Partei unter diesen fünf. Ich nehme an, dass das wird ja auch so Übungen bedingen, oder? Dass man auf die Leute zugehen kann. So abholen und nachher auch zusammen einen Weg gehen. Ohne, dass man jedes Mal gerade muss Sackmehl abputzen muss. Ja, das ist, ja. Also wir müssen eigentlich ständig ringen um Lösungen und mit fünf ist das auch gar nicht anders möglich. Das ist in dieser Konstellation so und ich glaube, die Leute wünschen sich eigentlich auch, dass wir nicht gerade mit ideologischen Grundpositionen reinkommen und nachher nicht mehr oder nur heiße Luft hinten rauskommt, sondern wir sind dafür da, dass man muss Lösungen finden muss. Vielleicht auch noch ein Wort dazu, als Regierungsrat vom Kanton Solothurn wäre man eigentlich berufen, die Frage von der ungeteilten Standesstimme zu beurteilen, weil es ja letztlich geht darum, Kantonsinteressen auch wahrzunehmen. Und ich kann einfach nur sagen, das hat in den letzten zwei Zusammensetzungen hervorragend funktioniert, wenn wir etwas gehabt haben. Prima. Verlassen wir das Thema. Frau Bundesrätin, ich will keine Personaldebatte da jetzt um das Bundesamt für Migration anzetteln, überhaupt nicht, das liegt mir fern. Aber das Thema, ich will es als Einstieg brauchen zu etwas, wo wir noch ein bisschen möchte, wo ich gerne noch darüber diskutieren. Und zwar, wie geht man mit so Krisensituationen um? Es ist etwas, was ich nachher auch mit den anderen Kandidaten Kandidatin noch anschauen, mit Situationen, die auch nicht immer gerade abschätzbar sind von Anfang an, wo manchmal Entwicklung drin ist, wo plötzlich Dimensionen annimmt. Oder jetzt sind wir bald in der Diskussion Bundesratswahlen. Also irgendwo macht die Kurve bau nie einen Halt. Wie geht man mit so schwierigen Situationen um? Ja gut, also ich denke gerade, mit dem Thema Asyl und Migration ist man sicher immer wieder konfrontiert, weil ja das etwas ist, wo nicht einfach in der Schweiz stattfindet, sondern ich denke, ich erinnere mich zurück an Anfang des Jahres, wo in Nordafrika die Revolten angefangen haben, wo Leute für Demokratie gekämpft haben, wo für Leute für Demokratie sogar ihr Leben riskiert haben und auch sehr viel auch ihr Leben verloren haben, hat mir die Schweiz applaudiert, hat gesagt, das ist grossartig, das können wir uns ja in der Schweiz gar nicht vorstellen, dass man sein Leben riskiert, für Demokratie zu kämpfen. Und dann hat es aber sehr schnell gewechselt, hat man gesagt, oh Hilfe, wo gehen die alle hin jetzt, die da vielleicht fliehen? Und hat dann plötzlich Angst bekommen in der Schweiz, es kämen da sehr viele Asylsuchende, Flüchtlinge zu uns. Und ich denke, gerade eben in diesem Bereich kann die Schweiz ja nicht sagen, wir schauen zwar mit Interesse, schauen, was in Nordafrika läuft, aber nachher wollen wir dem Fall lieber nichts mehr mit dem zu tun. Wir sind ein Teil von dieser Welt, wir sind ein Teil von dieser Migration und mit dem müssen wir umgehen können. Ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist,
Wenn ihr das ansprecht, was Politik und ich denke auch der Bundesrat und ich als Departementsvorsteherin muss schauen, dass wir gerade in diesen Themen, die so auch kontrovers sind, dass wir möglichst glaubwürdig können sein. Und mein ganz grosses Anliegen, gerade in der Asylpolitik, ist, wir werden nie können sagen, wie viele Asylsuchende dürfen kommen oder wo auf der Welt irgendeine Krise darf stattfinden oder nicht. Aber was wir müssen dafür sorgen, ist, dass die Leute, die Schutz brauchen und zu uns kommen, dass die auch Schutz überkommen, aber dass die, die Asylgründe nicht erfüllen, dass die Asyl nicht überkommen und wieder müssen zurückgehen. Und da habe ich festgestellt, schon relativ schnell, nachdem ich in diesem Amt war, dass unsere Verfahren im Asylbereich sehr, sehr lang dauern. Und das ist ein Problem, weil dann häufig die Leute nach 100, 200, 300, 400 Tagen, 500 Tagen, 1000 Tagen einfach nicht mehr zurückgehen nachher. Selbst wenn ihr Asylgesuch abgelehnt wird. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir jetzt müssen daran arbeiten müssen, dass wir die Asylverfahren können verkürzen können, dass wir den Asylsuchenden schnell können sagen können, ob sie können bleiben können, damit sie nachher auch bei uns können, davon in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Und für die, die nicht können bleiben können, dass die ihnen sagen, die müssen wieder zurückgehen. Das ist also ein Teil, denke ich, wo die Politik kann bieten kann, ja, muss auch anpacken, eine ganz wichtige Aufgabe. Aber euch heute Abend sagen, ich komme das Asylproblem lösen, das wäre einfach gelogen. Das kann man nicht lösen. Das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigen wird, das uns immer wieder zwischen ihnen auch in schwierigste Situationen bringt. Und dort ist die Aufgabe der Politik hinzuschauen, nicht wegzuschauen, wenn es Probleme gibt mit diesen Tunesiern, die es jetzt zum Teil wirklich gibt, dass wir das anschauen und sagen, was können wir machen. Können wir mit der Polizei, können wir mit der Securitas etwas besser machen, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass der Kern, gerade jetzt zum Beispiel vom Asylsystem, dass die Leute, die unsere Unterstützung brauchen, dass die auch weiterhin überkommen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die Bevölkerung das auch weiterhin akzeptiert. Das ist mir ein ganz grosses Anliegen. Noch schnell persönlich wegen dem Rucksack, den man manchmal so erbt, wenn man in ein Amt reinkommt. Wir haben jetzt gesehen, er ist irgendwie so gewandert vom Christoph Blocher. Der ist Evelyn Wittmer-Schlumpf hat plötzlich ein bisschen schwerer getragen in diesem Thema. Und irgendwo können wir auch die Schlagzeile, jetzt muss Simonetta Sommaruga Klartext reden in dem ganzen Zeug, das hier jetzt immer diskutiert und auch geschrieben worden ist. Wie geht man da damit um, nachher, ja, einen Rucksack, den man sich eigentlich nicht selber angeschnallt hat? Ja gut, die Spielregeln sind klar im Bundesrat. Wenn man im Bundesrat gewählt wird, dann wird man Vorsteherin von einem Departement. Das tut man zusammen besprechen, diskutieren und dann übernimmt man die Aufgabe. Wir sind ja nicht nur Vorsteherin, wir sind Bundesmitglied von der Landesregierung. Wir unterstützen einander auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in den letzten Jahren viel Wechsel gehabt, heftige Wechsel gehabt, das hat schon Spuren hinterlassen, das wollte ich nicht negieren. Und vor allem im Bundesamt für Migration, wo halt auch häufig kritisiert wird, und zwar von allen Seiten. Die einen finden, sie seien viel zu lasch, die sagen da irgendwie Asylsuchende einfach aufnehmen. Von der anderen Seite, wo man sagt, die verletzen grundlegende Rechte. Das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Und ich bin sehr früh, schon im Dezember, kurz nachdem ich im Bundesrat war, bin ich die Leute besuchen. Ich war auch in den Aufnahmezentren, ich war im Ausschaffungsgefängnis, schauen, was dort passiert, mit den Leuten reden. Und ich muss euch sagen, ich bin tief beeindruckt von der Arbeit, die die Leute machen müssen. Weißt du, ausrufen und sagen, man sollte die Asylsuchenden alle rausschicken oder alle hier abhalten, das ist einfach. Aber die Leute, die dort kommen, oder das sind Männer und Frauen und Kinder, denen nachher die Anhörungen machen und denen nachher ins Gesicht sagen, von Auge zu Auge an den Tisch sitzen und sagen, ihr könnt nicht bleiben, ihr müsst zurückgehen. Das müsst ihr mal machen. Und die Verantwortung übernehmen, dass ihr nicht jemanden zu Unrecht wieder rausschickt, der vielleicht in seinem Heimatland gefährdet ist, aber auch gleichzeitig sich an unsere Gesetze halten. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und ich denke, das Wichtigste, was ich jetzt machen kann, ist, dass die Leute, die in diesem Bundesamt arbeiten, sie wirklich zu unterstützen, schauen, dass sie gute Arbeit machen können und ihnen zwischen ihnen auch die Wertschätzung überbringen, auch vor der Bevölkerung, die sagt, bei allen Schwierigkeiten, Chapeau, die übernehmen die Verantwortung. Und das ist nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft. Gut, wir haben ja da nicht nur Schönwetterpolitiker, wir haben auch solche, die schon die eine oder die andere schwere Stunde hatten. Roberta Zanetti, zu diesem Thema, Politiker müssen auch etwas aushalten können, sie müssen auch einstecken.
Was sagt ihr dazu? Das ist so. Also zum Teil, ich sage immer, Politik muss Gerechtigkeit herstellen. Politik ist leider nicht per se immer gerecht. Es werden die Berufskollegen von Theo Eckert werden sagen, ja, der hat es gang noch nicht begriffen und die anderen gang noch und so. Aber es ist tatsächlich, also, man macht etwas in bester Überzeugung und es kommt einem noch einfach völlig falsch an. Ich denke jetzt einfach, für das Kollektiv zu reden, jetzt hat man wochenlang gesagt, der Bundesrat schläft und macht nichts wegen dieser Franken-Geschichte. Jetzt hat er etwas gemacht und er hat also eine solche Kabis, wie kann man das um? Also es ist nicht immer ganz einfach. Ich hatte dann zwei, drei Grundregeln gehabt. Die eine Regel, du musst schauen, dass du schlafen kannst. Das klingt sehr banal, aber es ist so. Schlafentzug ist eine anerkannte Foltermethode. Ich habe geschaut, dass ich schlafen konnte. Sonst macht man auch Fehler, wenn man übermüdet ist. Ich habe geschaut, dass ich essen konnte, auch wenn einem der Appetit gelegentlich vergangen ist, dass man trotzdem seine Kalorien aufnimmt. Und ich habe geschaut, dass ich am Morgen gerne in den Spiegel schauen konnte. Und es hat Situationen gegeben in dieser Geschichte, die jetzt der Herr Eckert angeschnitten hat, wo ich gewusst habe, wenn ich das morgen sage, dann wird das Theater wieder losgehen und dann kommt die ganze Meute oder Lemming-Effekt und was man da alles hört im Zusammenhang, wenn so Kampagnen laufen. Ich habe genau gewusst, es wird wieder unglaublich wehtun, aber ich muss am anderen Morgen in den Spiegel hineinschauen. Und dann muss man gute Freundinnen und Freunde haben, die einem stützen, die einem glauben. Und dann verträgt man fast jeden Sturm. Und selbst wenn es einmal über Bord spült, muss man einfach lange genug schwadern. Bei mir ist es 5 Jahre gegangen. Und irgendwann einmal findet man wieder eine Planke, wo man sich festhalten kann. Und dann kommt es wieder gut. Es ist 5 Jahre gegangen, es ist verdammt lang. Da steht man nur durch, wenn man einen ganz tollen Freundeskreis und Freundinnenkreis hat. Ich habe das gehabt, und darum muss ich sagen, es waren schwierige Zeiten. Aber wenn ich mein Saldo ziehen müsste, über meine politische Tätigkeit, muss ich sagen, ist absolut positiv. Es hat sich auch gelohnt, zu schwadern. Und zwischen ihnen ist etwa ein Schluck Salzwasser verwünscht, aber es ist gegangen. Gut, bleiben wir noch schnell. Bleiben wir noch schnell beim Thema. Ja, wir haben hier beim Peter Kohn mit den Klammern schön grün aufgeschrieben. Das war auch nicht gerade die angenehmste Geschichte, oder? Ich nehme an, die meisten wissen noch, wie das gelaufen ist dort. Oh, wenn sie es nicht wissen. Mit dem Lotterknast und so weiter. Aber es würde mich gleich noch wundern. Das war ja auch so ein bisschen eine heikle Phase gewesen, oder? Ja, ich würde jetzt einfach sagen, man muss hinschauen, wo das Problem liegt. Und nachher muss man es lösen. Und dann gibt es so eine Direktive, oder? Die heisst auf der einen Seite, alles, was man zurückmelden möchte, gibt man dem Geschichten der Wand im gleichen Büro weiter und blendet alle Boulevard-Schlagzeilen aus und dann geht das dann mit der Zeit wunderbar. Prima, gut. Jetzt gehen wir noch gerade auf die Grenchen. Das ist das ist ja auch ein heisses Pflaster, da geht ab und zu die Post ab. Wir haben hier einen Stadtpräsident und eine Frau gehabt, die da so ein bisschen mit den Mail und Zeugengeschichten und das ist der ist nachher natürlich auch der Fraktionschef irgendwann gefragt, oder? Genau. Es ist nicht eine lustige Zeit, das muss ich noch sagen. Es ist eine harte Zeit. Es ist auch eine Zeit, wo man muss anschauen, was ist jetzt effektiv gewesen, was muss man effektiv unternehmen. Ist etwas vorgefallen, wo man muss etwas unternehmen oder ist wirklich alles eine konzentrierte Aktion vom politischen Gegner. Es ist eigentlich beides der Fall gewesen. Ich gehe auch ähnlich um mit solchen Situationen wie der Roberto. Mir ist der Schlaf wichtig, mir ist die Familie wichtig, mir ist das Zurückziehen wichtig, können aufzutanken wieder, um Kräfte zu haben, für das können durchzustehen. Aber für das durchzustehen, habe ich jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, ist am besten, wie gut, so wie Anita Weyer mal gesagt hat, gering machen und säckeln und türen und informieren links und rechts so, wie es ist und über die eigene Haltung transparent machen, verständlich machen. Das ist wichtig. Und im Moment ist es relativ ruhig zu kränken. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Weil so ist es wirklich schöner als dieser Weg. Gut. Bea Heim, ich habe
gesucht und geschaut, was ist die grösste Krise? Die vielen Motionen und Postulate? Oder? Ja, ich denke, dass die Frage kommt. Aber Politik ist ja nicht etwas, wo man weiss, da hat man einfach nur Freude, sondern da muss man nach der inneren Überzeugung leben und ist natürlich froh, wenn man einen ganzen Kreis von Überzeugten weiss und weiss, dass man sie vertritt und dort ideal vertritt. Und das ist das, was durchgedreht. Den ich halt beim Bundesrat erlebt habe, noch vor Simonettas Sommarugas-Zeiten, dass man können zwar wichtige Sachen durchbringen, sowohl im National- wie im Ständerat, und der Bundesrat gleich nicht gemacht hat, was National und Ständerat wollen. Dann ist einfach der nächste Vorstoß gekommen, irgendwas bewegen, oder? Und im Moment, im Gesundheitswesen, das tut man ja die meisten Vorstöße. Das hat den Grund, dass wir im Gesundheitswesen auf dem Weg sind, dass nur noch das Geld zählt. Die Kranken zählen nicht, Patientinnen und Patienten zählen nicht. Die Ökonomisierung ist im Gang. Und damit ist natürlich auch Gefahr, dass eine Rationierung im Gang ist. Das heisst, dass nicht mehr alle eine gute Gesundheitsversorgung bekommen. Und da muss ich einfach sagen, da gehe ich nicht aus viel. Es gibt nur etwas, was mich sehr beschäftigt und wo ich denke, das hat auch mit schwierigen Situationen zu tun. Wir hatten heute den ganzen Tag Finanzkommission gehabt. Wir hatten den Hildebrand von der Nationalbank bei uns gehabt. Er hat die Situation und Perspektive, soweit er sie überhaupt abschätzen kann und überhaupt jemand sie abschätzen kann, aufgezeigt. Und da ist mir die Geschichte vom Kanton Solothurn durch den Kopf und dachte, Gottfried Stutz, wir haben schon fast 800 Arbeitsplätze verloren. Weitere sind gefährdet. Industriewerkplatz Schweiz, Industriewerkplatz Kanton Solothurn. Und das bringt mich natürlich auf die Uhr, dass ich denke, jetzt los. Wir müssen einfach kämpfen für unsere Arbeitsplätze. Ich bin sehr gespannt, wie es morgen weitergeht. Es ist schwierig, den härtigen Franken zu bekämpfen. Er ist jetzt auf 1,10. Was wird die Nationalbank als nächstes machen? Sie ist vor allem gefordert, aber natürlich auch der Bundesrat ist gefordert. Und da bin ich im Moment ein bisschen enttäuscht über den Bundesrat, aber nicht in dem Sinne wie die Bürgerlichen. Und ich will auch nicht unbedingt wahnsinnig viel mehr Geld. Aber was der Kanton Solothurn jetzt braucht, sind kurzfristige Massnahmen, die den Werkplatz stützen. Jetzt müssen wir gleich noch schnell ein bisschen anrennen, weil zu diesem Thema kommen wir dann noch. Das soll ich jetzt kommen, noch schnell. Wir kommen noch eins darauf zurück. Also, aber das Wichtigste darf man sagen, wir brauchen wirklich einen Fonds, um die Arbeitsplätze zu retten. Das ist das zentrale Anliegen. Und da bin ich überzeugt, und das habe ich eben schon erlebt, dass der Roberto und der Bütiker zusammen im Ständerat gut arbeiten können, wenn es um den Kanton Solothurn geht. Das ist übergesprungen im Nationalrat. Die Solothurner Deputation über alle Parteigrenzen hält jetzt alle zusammen und kämpft für den Kanton Solothurn. Das ist für mich ganz neu und das ist eigentlich ein Zeichen. Die zwei im Ständerat, die machen es jetzt wirklich super gut. Oder müssen wir euch gar nichts ändern? Er muss nicht zu viel im Ständerat. Aber der eine kandidiert ja offiziell gar nicht. Ja gut, aber der andere, der würde die Geschichte weiterführen. Und darum würde ich sagen, wer auf der sicheren Seite will sein, eben, könnt ihr euch selber ausdenken. Der Ömo hat es im Griff, weil der macht es mit Charme und mit Witz. Und das zieht die anderen nach. Und das ist sein Geheimnis. Nur noch schnell, Theo, vielleicht für deine Kolleginnen und Kollegen. Erster Wahlgang, 23. Oktober, wissen wir alle. Allfälliger zweiter Wahlgang am 4. Dezember. Das heisst, wenn erst am 4. Dezember gewählt wird und ohne damit Beschwerden, wie das im Kanton Bern passiert ist, einfach das normale Verfahren, 4. Dezember, das ist ein Sonntag, dann wird es publiziert im Amtsblatt, das ist irgendwo am Donnerstag, das ist dann so und so viel Dezember, 3 Tage Einsprachenfrist, dann wird das irgendwann. Und am Dienstag müsste die Regierung das validieren. Da muss sie also ziemlich mutig sein, weil wenn nämlich einer am Mandy mit B-Post noch Beschwerden machen will, dann müssen sie die behandeln. Also es kann unter Umständen bedeuten, dass die solothurnische Deputation im Ständerat nicht präsent ist, wenn es darum geht, Bundesratswahlen zu absolvieren. Darum sage ich jetzt wirklich allen, wenn ihr wollt, dass der Kanton Solothurn bei den Bundesratswahlen auch nur ein Wort mitreden kann über den Ständerat, dann sorgt dafür, dass mindestens einer am 23. Oktober schon...
schon gewählt wird. Das ist gleich wählen, hä? Das ist nur noch ganz schnell, das ist ein Thema, das die Medien gar noch nie entdeckt hat. Schaut das einmal an, das Wahlgesetz. Und im Kanton Solothurn kann man ja die Wahlgesetzänderung nur dann machen, wenn es der Freisinn auch merkt. Und ich sage euch, es könnte dieses Jahr passieren, dass plötzlich bei der Bundesratswahl, in den letzten Jahren sind ja die Bundesratswahl immer haarscharf, eine Stimme oder so Differenz. Wenn jetzt das würde passieren, dass plötzlich da der Freisinn eine kleine schwierige Situation hineinkäme, dann würde man wahrscheinlich im Kantonsrat Mehrheiten holen und eine Änderung von diesem Wahlgesetz würde möglich machen, dass man endlich die zweite Wahlgänge in einer vernünftigen Frist könnte machen. In Kasachstan, in Aserbaidschan, im Tschad, überall ist das möglich, sogar im Kanton Wallis, nur im Kanton Solothurn nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist ein Auftrag, das ist ein Auftrag an unsere Kantonsrätinnen und Kantonsräte, nächstens eine Motion machen, dass das Wahlgesetz endlich so abgeändert wird, dass man nicht zweimal eine Kampagne fahren muss, weil nämlich gar keine Partei mehr das Geld hat, eine zweite Kampagne aufzufahren, ausser eine. Und da, Roberto Zanetti, wir haben es schon gemerkt, wir wollten es noch jetzt schon bringen. Jetzt. Also, Frau Bundesrätin. Es ist noch nie passiert, dass ein Ständerat für einen Bundesratwahlkampf macht. Ja, du bist auch nicht gefährdet. Es sind andere Parteien, die müssen zittern. Ja, aber ihr wisst ja alle, dass nur gewählt wird, am Schluss auch mit Multimedial, mit Twitter oder wie das heisst, und Facebook und Internet schon gar nicht mehr zu reden. Dort wirklich auf der ganzen Klaviatur kann spielen. Ich habe schnell nachschauen. Frau Bundesrätin hat keine eigene Homepage, der Regierungsrat auch nicht, der künftige Stadtpräsident von Grenchen hat offenbar auch keine. Ja, nur beim Roberto Zanetti hat eine und Bea Heim. Und die von Roberto Zanetti ist nicht schlecht. Seit 2009 Kantonsrat und FICO-Mitglied. Dass er Ständerat ist, nie. Und was ist mit Vizepräsident FC Gerlafingen? Ist das alles noch aktuell? Oder? Ja, nein, aber der mit dem Ständerat, also Fabian, das ist mein Homepage hier. Der vom Ständerat, also hey, das ist nein. Ständerat Zanetti. Ist Roberto Zanetti, das war heute Nachmittag etwa um 3 Uhr. Nein, also dem gehe ich nach. Es hat hunderte so Dinge, aber dort, wo Zanetti persönlich, dort fängt es an mit ganz komischen Sachen. Gut. Das bin ich alles gesehen. So Finanzkommission und Kantonsrat und so. Ich bin Gemeinderat, Kantonsrat, Regierungsrat, Nationalrat, Ständerat, einfach Gängerat. Also was will man noch mehr? Nein, aber das schaue ich auch so an. Gut. Bundesrat gibt es aber auch eigene Hände, oder? So. Ich glaube, es gibt Mitglieder vom Bundesrat, die eine eigene haben. Ja. Wobei, was heisst schon eine eigene? Also, es gibt eine Website vom eidgenössischen Polizei- und Justizdepartement. Da kann man alle meine Reden nachlesen. Man kann auch einen Lebenslauf nachlesen. Mhm. Aber ich glaube, aus meiner Sicht ist das jetzt Google-mässig, dass man gerade zuoberst persönlich und so. Also, wer mich sucht, hat mich noch gerne gefunden. Das war jetzt noch nie ein Problem gewesen. Wisst ihr, was ich gefunden habe heute? Ich bin auch schnell im Bundesamt durchgegangen. Und von einem Bundesamt redet nie jemand. Ich weiß gar nicht, ob die meisten das überhaupt wissen. Dass das auch noch, aber ihr wisst, dass Meteorologie auch noch. Also, wir haben gerade ein neues Gesetz gemacht für das Institut für Meteorologie. Das ist übrigens ganz ein ganz interessantes Institut. Die schauen dafür, dass wenn wir zum Beispiel, wenn es Wagen gibt oder dass die Stromzähler richtig messen, dass auch die Alkoholtestmessgeräte richtig messen, vielleicht nicht ganz unerheblich, dass auch die Geräte, die man tut, ionisierende Strahlen messen, dass die richtig messen. Also das METAS heisst das, das ist der höhere Turm zu Wabern, für die schon mal gesehen haben, neben Bern. Die haben eine ganz wichtige Aufgabe. Es ist sehr technisch, aber ich denke letztlich, dass man sicher ist, dass das, was hier drauf steht, wie viele Milliliter drin sind, dass das halt tatsächlich stimmt, dass das geeicht wird, dass das regelmäßig überprüft wird. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Sehr technisch, aber letztlich auch sehr politisch und ganz nahe bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Da hat mein Herz, als ich die zum ersten Mal besuchen, gerade wieder ein bisschen höher geschlagen.
Das ist eben noch spannend. Ich habe es heute schnell mit einem Kollegen gesagt. Er hat gesagt, ja, also, wenn die das Bundesamt für Meteorologie auch noch hat, dann hat sie ja nicht den Regenschirm in Interlaken gebraucht. Und dann gesagt, nein, es ist eben Meteorologie. Das war der Witz. Ja, ja. Gut. Ja, ich hatte immer schon ein bisschen Zweifel gehabt an der Recherchierfähigkeit manchmal. Und, von wem? Ob das immer gerade stimmt. Ich muss einfach sagen, wenn man www.peter.com.ch oder www.gom.ch eingibt, dann landet man direkt auf der Seite des Departements. Ja, ja. Die habe ich schon gesehen, die ist gut. Ja. Eben. Dort hat es Reden drauf und sogar noch ein paar persönliche Statements, einfach das, was ich aus meinem früheren Leben noch überretten oder ins Regierungsleben. Das ist so knapp das. Nein, ich habe nicht gesagt, der Pädagom sei nicht präsent. Ach, nicht? Nein, ich habe noch gesagt, die eigenen, die die auch haben. Ah, ja, das ist eine. Die ist einfach da. Also bei Roberto Zanetti passiert genau das Gleiche. Also irgendwie die IT-Abteilung von der AZ Medien hat da auch einen Knüppel. Also, sorry. Es war kein gutes Thema. Aber bleiben wir doch noch im Thema. Mir fehlt ja zum Beispiel der Theo Eckert im Facebook. Ja, das stimmt. Stimmt. Gibt es einen Grund dafür? Nein, aber es ist vielleicht eine Altersfrage. Das ist schon mehr für uns Jungen, gell, Peter? Nein, es hat ja so viel bei uns auf der Redaktion, wo nur noch morgen bis zu oben und so, und der glaubt eben. Ja. Also, gehen wir noch ein bisschen weiter. Also nur schnell, die Homepage ist überschrieben Roberto Zanetti Ständerat und oben dran der Wirtschaftsvertreter der Bützer. Also mehr als das. Nein, wir schauen das nachher noch gemeinsam schnell an. Ja, also. Dort ist irgendwie immer noch FICO-Mitglied und so gestanden. Das war heute Nachmittag um 3 Uhr. Also, hat niemand ein iPad da? Das ist es. Ich glaube das, aber ich zeige dir, was ich sehe. Ja. Gut. Also, jetzt möchte ich noch zwei wichtige Positionen noch abhaken, da, weil die Zeit läuft. Wir haben es vorhin gesehen auf den Bildern. Wir sind hier ganz in der Nähe von einem Gebiet, wo man auch Jodtabletten abgibt. Das Thema beschäftigt uns, denke sehr stark. Es wird zwar vor der Gründung wieder ein bisschen in die Ecke gestellt. Wir hatten jetzt hier den ganzen Ureckentscheid gehabt, die Ständeratskommission, Atomausstieg, aber ich behaupte, das ist nicht vom Tisch. Es gibt den einen oder anderen, der ein bisschen den Kopf schüttelt, was dort passiert ist. Ich will das Thema aufnehmen. Wir haben am Sonntag gelesen, Solardächer über allen Autobahnen. Ersetzt ein AKW. BAM, das ist ein Thema, das ich intensiv damit auseinandersetzen, ein klares Statement, dass wir eine Runde ein bisschen können. Also ich bin natürlich mit der AKW-Frage in die Politik eingestiegen. Ich habe mit meinen drei Kindern Demo erlebt und das ist mir kalten Rücken abgelaufen und ich habe einfach gedacht, jetzt muss ich mich schon wegen den Kindern engagieren, dass wir aus dieser Technologie aussteigen können. Aber da im Niederland, im Kanton Solothurn überhaupt, gegen AKW anzuwerten, das hat also recht Mut gebraucht und man hat einiges zu hören bekommen. Und jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gekehrt und ich glaube, es hat sich noch nicht wirklich gekehrt und das befürchte ich, weil jetzt kommt der Trick 77 in die Ständeratskommission, wo heisst, ja, die Motion vom Nationalrat ist ja schon recht, dass sie den ganzen Ausstieg wollen. Ah, hat man mich nicht gehört bis jetzt? Ah, das ist ja schon recht, dass der Nationalrat aussteigen will. Gewisse Regierungsräte haben aber da ziemlich kräftig opponiert und hinterher mobilisiert auch. Und natürlich die Atomlobby. Und jetzt kommt der Historiker und Ökonomie-Swiss-Mensch Rolf Soiron und sagt, Thorium ist die Zukunft. Und ich habe ein bisschen geschaut, was Thorium heisst. Und habe gesehen, aha, das hat 159'000 Jahre Halbwertszeit. Mit anderen Worten, Thorium ist nicht Zukunft. Wir haben genau gleich Abfallproblem. Oder? Übrigens, es gibt noch keinen Thoriumreaktor, der tatsächlich funktioniert. Es sind Reaktoren, zwei, drei hat man versucht. Und hat gesehen, aha, da gibt es Spaltprodukte.
die waffenfähig sind, sehr viel mehr als mit der jetzigen Situation. Und ist nachher davon abgekommen. Ich glaube, es ist eine alte Technologie, es ist eine Monstertechnologie und wir müssen wirklich davon wegkommen. Und das ist eine Chance für die Schweiz. Und ich verstehe nicht, warum gerade ausgerechnet Ständeräte das nicht eingesehen, sondern den Etikettenschwindel vielleicht mitmachen. Ich hoffe, sie tun sich dem verweigern. Der Etikettenschwindel in der Motion heisst nämlich, dass keine AKWs der heutigen Technologie mehr gebaut werden sollen. Da kann man alles darunter verstehen, alles reinpacken. Kleine Änderungen bei der jetzigen Technologie ist dann schon vielleicht Technologie von der Zukunft. Ich hoffe, der Ständerat verweigert sich dem. Weil die Chancen vom Ausstieg, dass sie Hunderttausende von Arbeitsplätzen in der Schweiz. Und zwar in der Schweiz, Wertschöpfung in der Schweiz, für unser Gewerbe, für die Handwerker, für ganze Haufen Leute. Und es ist möglich, dass wir aussteigen können. Wir haben vorhin gesagt, das Projekt, das jetzt in der Sonntagspresse gezeigt wurde, ist Autobahnen mit Solarzellen überdecken, spart 1 AKW. Ja, wenn wir schon nur die Standbys würden, nicht über Nacht brennen, hätten wir 1 AKW weniger nötig. Wenn wir auf Energieeffizienz machen, die Sonne tut die Schweiz x-mal mehr bestrahlen, als wir Energie verbrauchen. Von dem her ist die erneuerbare Energie, die Energieeffizienz, das ist die Zukunft, macht die Schweiz sicherer und schafft sehr, sehr viele Arbeitsplätze bei uns. Simonetta Sommaruga, die ehemaligen Kollegen. Warum haben Sie da genau so einen Rückwärtssalto mit Seitwärtsbewegung in die Vorwärtsrichtung probiert? Wie könnt ihr das ein bisschen erklären, bevor wir mit der Ständerat Zanetti fragen? Ja gut, es ist nicht meine Aufgabe, zu erklären, was im Ständerat läuft. Ich bin jetzt ein Mitglied der Landesregierung, die ja entschieden hat, bekanntlich, dass der Ausstieg aus der Atomtechnologie, aus der Kernenergie für die Schweiz ein gangbarer Weg ist. Und ich möchte vielleicht etwas noch sagen, was die Überlegungen sind vom Bundesrat, den Entscheid so zu fällen. Es sind in erster Linie wirtschaftliche Überlegungen gewesen. Wir im Bundesrat, wir erstens probieren nicht einfach nur aufgrund von Ideologien, sondern wir sind eigentlich wirklich an die Frage herangegangen und haben gesagt, was ist wirtschaftlich möglich, was ist wirtschaftlich sinnvoll. Und da hat sich gezeigt, dass Kernenergie in Zukunft teuer ist, sehr teuer wird. Natürlich vor allem, weil auch die Anforderung an die Sicherheit jetzt nach Japan, das hat sicher eine Rolle gespielt, nicht die einzige, dass einfach die Anforderung an die Sicherheit massiv gestiegen sind, dass heute eine Haftpflicht bei der AKW anders beurteilt wird, wenn man doch immer davon ausgegangen ist, in Japan sind die AKW sicher, die sind für uns immer ja auch als Beispiel gebracht worden, wie sicher AKW sind. Und ausgerechnet in dem Land, wo man gewusst hat, die AKW, wenn AKW sicher sind auf der Welt, dann sind sicher auch die japanischen, dass das dort einfach nicht möglich war, die Technologie im Griff zu behalten mit verheerenden Schäden. Etwas, was mich übrigens sehr beschäftigt, dass man nichts mehr hört, was in Japan läuft. Das ist einfach weg aus dem Radar. Und wenn man zwischendrin etwas erfährt, ist es absolut schrecklich, was sich dort immer noch abspielt. Und diese Überlegungen hat der Bundesrat dazu geführt, dass man gesagt hat, wenn man heute wirtschaftlich für die Zukunft denkt und gleichzeitig aber auch die Energieversorgungssicherheit ganz hoch gewichtet, dann muss die Schweiz Möglichkeiten, Wege finden, wo wir einerseits von dieser ohne diese Technologie auskommen, gleichzeitig mit der erneuerbaren Energie, wie es Bea Heim gesagt hat, und mit der Energieeffizienz wirklich nicht absolute Selbstversorgung, das sind wir ja heute bei weitem auch nicht, aber zu einer Versorgung kommen, wo wir wirklich eine sichere Versorgung haben. Und das waren die Überlegungen. Vielleicht das Wichtigste ist, und ich weiss, viele Leute zweifeln, ja, schaffen wir es überhaupt? Oder müssen wir dann nachher einfach aus Kohlekraftwerk Strom importieren, der viel dreckiger ist? Und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste gewesen. Und ich hoffe, dass da der Bundesrat wirklich auch die Überzeugung weitertragen kann. Wir müssen jetzt anfangen,
Aber aussteigen tun wir nicht morgen und aussteigen tun wir nicht übermorgen. Wir müssen uns die Zeit lassen, wir brauchen die Zeit für den Aufbau, aber wenn wir die Zeit brauchen wollen, dann müssen wir heute anfangen. Und ich glaube, dieser Appell an die Wirtschaft, an die Technologien, die man will und kann entwickeln, dieser Appell muss jetzt in der Wirtschaft ankommen und dann schaffen wir es. Aber es ist ein weiter Weg. Es ist kein einfacher Weg, man kann nicht einfach mit den Fingern klicken. Und ich war beeindruckt, ich war letzten Samstag an der Jugendsession, 14- bis 17-jährige Jugendliche. Und sie haben mir die Frage gestellt, Frau Bundesrätin, habt ihr das Gefühl, wir schaffen diesen Ausstieg? Und ich habe gemerkt, dass Jugendliche auch Zweifel haben, ob man es wirklich schafft. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass man jetzt ein klares Signal gibt. Und wenn man den Entscheid wieder vertagt und wieder sagt, wir wissen es ja am Schluss gleich noch nicht ganz, dann werden wir es wieder nicht schaffen. Aber wenn wir jetzt den Entscheid fällen, aber nicht sofort aussteigen, aber jetzt investieren, dann schaffen wir es. Grenchen ist ja in diesen Kreisen, die man hier mit den Kilometern hält, weder Gösgen noch Mühlenberg. Was hat man denn in Grenchen so eine Haltung? Ich kann einfach meine Haltung hier präsentieren. Ich bin glücklich und froh über den Entscheid, zum Willen, zum Ausstieg. Für mich ist auch klar, dass das nicht von heute auf morgen praktikabel ist. Aber was den Entscheid auslöst, hoffe ich, für das ist zukunftsträchtig, nämlich, dass jetzt wieder in den Alternativenergien geforscht wird, dass Gelder wieder freigemacht werden für die Forschung von Alternativenergien oder von Energieeffizienzsteigerung. Etwas, was jahrelang blockiert worden ist von Energielieferanten. Auch vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir haben 230 Volt in unserem Netz. Wir hatten ursprünglich eben 220 gehabt. Man ist um 10 Volt aufgefahren, weil man sonst das ganze Leitungsnetz auswechseln musste. Wir fahren jetzt mit 230 Volt. Alle Geräte, die nach EU-Norm in der Schweiz sind, laufen aber mit 210 Volt. Es gibt mittlerweile Vorspannungsgeräte, die den Stromverbrauch absenken, wo wir zwischen 12% und 15% könnte einsparen, wenn man die würde anwenden. Wenn man so ein Vorspannungsgerät in der ganzen Schweiz würde zum Einsatz bringen, dann könnte das 2 Atomkraftwerke sparen in der ganzen Schweiz. Das sind gewaltige Leistungen, die erbracht worden sind in der Forschung, die aber noch zu wenig genutzt und zu wenig angewendet werden. Und da hoffe ich natürlich auch, dass der Bund vielleicht auf den Zug aufsteigt und attraktivere Anreizsysteme schafft, als das jetzt hat. Es kann nicht sein, dass jemand, wenn er eine Solaranlage einbaut oder eine Photovoltaikanlage einbaut, dass er dann nachher nur Unterstützung bekommt, wenn die Anlage länger als in 15 Jahren amortisiert wird. Das kann ja nicht sein. Das kann ja wirklich kein Anreiz sein. Also wir müssen Anlagen unterstützen, die in kürzerer Zeit als 15 Jahre amortisiert werden. Das wäre es. Es kann auch nicht sein, dass jemand eine Solaranlage aufs Dach aufklopft und nachher von der Gebäudeversicherung das, was er dann nachher investiert hat, auch noch einmal gerade abgeknöpft bekommt. Das kann auch nicht sein. Auch dort ist dann der Kanton gefordert. Gut, Stichwort Kanton. Ist das alles angekommen im Rathaus Solothurn? Weil Solothurner Regierung ist bis jetzt nicht aufgefallen, dass sie besonders aussteigen und so. Ja, es ist eine heikle Situation. Ich weiß nicht, ob ich das Gleiche sagen soll wie Simonetta. Wir sind ja Kollegen in der Regierung. Wir haben auch gerade ein Debattenhindernis, das im Kantonsrat abgelehnt worden ist, dass man die Verpflichtung für die Solothurner Regierung, sich für ein zweites AKW einzusetzen, nicht abgeschrieben worden ist, nach Fukushima, mit grossem Mehr. Das heisst, es besteht mindestens eine formale Bindung in diesem Bereich, dass sich die Solothurner Regierung sogar müsste ungeachtet allem, was hier rundum passiert, mit Vollgas für irgendetwas einsetzen, wo doch gewisse Leute erhebliche Zweifel daran haben, dass das funktioniert. Und mir würde es jetzt schade denken, ich kann so viel sagen, wenn jetzt der Bundesrat probiert, die Energiepolitik von der Schweiz zu bestimmen in der Zukunftsrichtung und dann die Solothurner Regierung würde meinen, sie müsste für die ganze Schweiz etwas anderes machen.
Gut, mit den vor der Wahlen 13 kommen wir dann noch auf das Thema zurück, in dem Fall. Roberto Zanetti, was ist hier im Ständerat abgelaufen? Zuerst sage ich nur einen Satz zum Kanton Solothurn. Dass man hier nichts gelernt hat aus dem Fukushima, hat vielleicht mit dem zu tun, dass die Parteien schon Druckaufträge gegeben haben für ihre Plakate und so. Und jemand muss das schliesslich zahlen. Und das haben wir ja seit Jahrzehnten, wissen wir ja, wer hier quer subventioniert hat und wer nicht. Und ich kann mich erinnern, mal 2003 Regierungsratswahlkampf haben die Freisinnigen vortanzen, weil sie haben dann Hearings gemacht von diesen Kandidaturen. Und dann haben wir vor der Freisinnigen Bezirkspartei Olten müssen andanzen. Und das war eine erweiterte Betriebsversammlung von der ATEL. Und dann hat das ziemlich viel Mut gebraucht, zu sagen, ich bin für einen Ausstieg. Aber damit das klar ist, ich komme dann schnell auf den Ständerat zurück. Ich glaube, wir sind an dieser Strasse noch abgelaufen bei den Gösgen-Demos. Und spätestens 1986 bei Tschernobyl, da bin ich dann wirklich, also dann ist es so ein bisschen Lebensgefühl, also ein bisschen Woodstock im Niederamt und so. Aber spätestens 86 ist es ernsthaft, das war nämlich dann, wo meine Schwester, die im Engadin wohnt oder gewohnt hat, ist schwanger gewesen und hast über Wochen im Radio gehört, Schwangere sollen keinen Salat essen, keine Steinpilze, keine Forelle aus dem Luganersee. Und dann denkst du, ja Gott, was kommt da nachher auf die Welt, wenn das offenbar eben gefährlich ist? Über Wochen ist das passiert. Dort bin ich endgültig und habe gesagt, das ist eine riskante Technologie. Jetzt, was hat der Ständerat entschieden? Und das macht vielleicht den Unterschied zwischen Ständerat und Nationalrat. Wenn ich jetzt Nationalrat würde, sagen, ja, die sind auch korrumpiert worden und jene haben sich geholfen und die können einfach nicht über den Schatten springen. Es war ein Entscheid, der einstimmig gefällt ist. Es war erst so ein provisorischer Entscheid und der Wortlaut von dem, der jetzt aus dieser Kommission ins Plenum kommt, das wird erst am Mittwoch entschieden. Aber der einstimmige Entscheid dem hat Verena Diener zugestimmt. Gut, bei den Grünen-Liberalen, die haben Listenverbindungen gemacht, wo sie hier Atomisten helfen ins Parlament. Dass die ins Parlament gewählt werden, da kann man noch sagen, ja, meinetwegen. Aber der Didier Berbera, das ist einer von uns, ein Neuenburger, auf den kann man sich verlassen. Und jemand, der mich wirklich sehr erstaunt hat, das ist der Luc Recordon. Also wenn der Luc sagt, dem kann man zustimmen, der ist gescheit, also es wirklich krachen, das ist einer der gescheitsten auch von diesen Ständeräten, die wir haben, hat dem zugestimmt. Das heisst, irgendetwas muss dran sein. Sie haben nämlich den Atomleuten, die das Leben lang für die Atomenergie eingestanden sind, was ja nicht verboten ist. Ich finde es einfach ein bisschen riskant, aber es ist nicht ein Straftatbestand. Die haben dann eine Brücke gebaut, dass sie auch Hand bieten können, zu der jetzigen Technologie aussteigen. Das ist ganz entscheidend. Zu der jetzigen Technologie, der Entscheid von der UREC Ständerat, das ist ein Entscheid, aus der jetzigen Technologie aussteigen. Was nachher in 30 Jahren ist, ich habe in der Physik, da bin ich bis zum Hebel gesetzt, habe ich nachgemacht und dann hat es bei mir aufgehört. Also ich kann es nicht beurteilen, was jetzt diskutiert wird. Aber ich habe müssen bei den Jungbürgerfeiern als Gelöbnis abnehmen auf Verfassung. Und da hat es auch kritische Leute gegeben, habe ich gerne gesagt, los, lies den Artikel XY, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, nämlich den Artikel, der das Initiativrecht regelt. Sie kommt selbst, wenn das und das und das falsch findest in diesem Staat, mit diesem Artikel hast du die Möglichkeit, am Tag X die Verfassung zu ändern und damit die Welt in eine neue Umlaufbahn hineinzubringen. Und das ist das, was auch in dieser ganzen Atomdebatte ist. Wenn in 20 Jahren tatsächlich die Wunderenergie, ich kann es nicht beurteilen, die Wunderenergie sollte gefunden werden, die keine radioaktiven Strahlungen freitreten, keine langlebigen Abfälle entstehen. Ob man das jetzt offen lassen oder ob man das in 20 Jahren wieder Initiativen machen und sagen, die Generation XY soll jetzt so wieder aktiviert werden, das ändert in der Sache nichts. Aber den Atomköpf hat man jetzt Brücke gebaut, dass sie auch Ja sagen zum Ausstieg aus der heutigen Technologie. Und darum finde ich den Entscheid gar nicht so schlecht. Er ist aber, wie gesagt, erst so ein provisorischer Entscheid und definitiv entscheiden wird man dann, wenn das Zeug auf dem Blatt Papier steht, wo man genau lesen kann, was die Bedingungen sind, die jetzt die Atomkritischen noch versuchen einzubringen, aber ich glaube, am Mittwoch tagen sie an der Mittwochsitzung. Und darum muss ich sagen, ich halte mich ein bisschen zurück mit der übertriebenen Kritik. Das ist ein alter Rotschlag von Rolf Richard, der gesagt hat, man soll dann gackern, wenn es Ei gelegt ist. Und das Ei von der UREC Ständerat ist einfach noch nicht gelegt. Oder er muss noch nicht ausbrühen. Gut, Roberto Zanetti. Eins ist definitiv. Roberto Zanetti ist im Ständerat angekommen. Gut. Ja. Darum sollte ich auch dort bleiben. Ich kann es immer nicht genug wiederholen. Also,
Jetzt haben wir den gleichen Bau ein bisschen zeitlos, aber wir müssen einfach ein weniger Fragen zulassen. Nein, wir schaffen es. Wir wollen noch schnell zum starken Franken und dem geschmolzenen 2-Milliarden-Paket kommen. Steigen wir gerade einmal mit den Emotionen ein, die aus dem Solothurner Ecke gekommen sind. Die energieintensiven Betriebe, die KEF-Befreiung. Da waren vier Sachen rum. Der Rolf Bütiker ist mit seinem Abend, Roberto Zanetti ist nicht angekommen, Bea Heim ist noch... Die weiss es noch nicht, will es aber vielleicht auch gar nicht wissen. Mal, die hat heute in der Finanzkommission hat sie gesagt, sie möchte das gerne morgen in der Finanzkommission wissen. Ja. Weil, nur geschwind den Satz fertig machen, weil die Problematik, wenn man jetzt an Stahl Gerlafingen denkt, ist der harte Franken. Sind die höheren Strompreise. Es ist aber auch die Rückstufe quasi, dass eben jetzt Gerlafingen mehr Mühe hat, zu Geld zu kommen. Und wenn sie Geld bekommt, die zu höheren Zinsen. Und so geht es ganz häufig Unternehmungen. Also wir haben drei grosse Schwierigkeiten, die der Industrie- und Werkplatz Schweiz jetzt sich damit auseinandersetzen muss. Und darum wollte ich morgen, dass man nicht nur über Arbeitslosenversicherung redet und nicht nur dafür kämpft, dass man kurzfristige Massnahmen auch überkommt, um den Werkplatz zu schützen, sondern eben auch ein Auge darauf wirft, wie sieht es mit den Energiekosten aus. Das gehört für mich zusammen. Eben, und die Motionen sind abgelehnt worden, zwei mindestens vom Bundesrat. Könnt ihr uns da noch etwas mehr dazu sagen, als das, was wir gehört und gelesen haben? Und die Aufregung der Motionäre noch ein bisschen relativieren. Also über Vorstösse, die noch nicht im Bundesrat waren, kann ich... Nein, die anderen zwei. Ich sage es ein bisschen genereller. Ich glaube, ich kann nicht zu einzelnen Motionen reden. Die Begründung vom Bundesrat hätte ich lesen können. Aber es ist ja bis jetzt immer klar gewesen, gerade in der Energiepolitik, zum Beispiel gerade mit der kostendeckenden Einspeisevergütung, dass man auf die energieintensiven Unternehmungen tut und soll Rücksicht nehmen. Die Frage ist, ob man es jetzt generell für alles schon festlegt, aber man hat ja gerade in der Energiepolitik sich sehr bewusst gewesen, dass man Regelungen braucht, dass man Anforderungen muss stellen, aber dass man nachher sich muss bewusst sein, dass Unternehmungen, die jetzt einen höheren Anteil bei den Kosten, Energiekosten sind, dass man dort nachher auch ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit muss auch in Betracht ziehen. Und das hat man bis jetzt eigentlich auch so gemacht. Ich kann sehr gut nachvollziehen und wir haben im Zusammenhang mit dem Paket, das der Bundesrat letzten Mittwoch verabschiedet hat zum starken Franken, sehr intensiv auch über den Industrie- und Werkplatz Schweiz geredet. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, das tut niemand verneinen, dass der starke Schwanken vor allem jetzt auch gerade für den Industrie- und Werkplatz Schweiz eine ganz besondere Herausforderung ist. Und wir haben uns im Bundesrat auch darüber unterhalten, was ist denn eigentlich die Stärke von unserem Werkplatz? Und es sind zwei Elemente. Das eine ist Technologie, ist die Innovation. Ist dort, wo wir im Werkplatz immer voraus sind, wo wir eben Produkte können herstellen können, die nicht nur aufgrund des Preises qualifiziert sind, sondern eben auch aufgrund von der Technologie, von dem, was sie eben mehr bringen als Konkurrenz. Und das andere sind die qualifizierten Arbeitskräfte. Und ich glaube, wenn man jetzt mittelfristig überlegt, das ist nicht für heute oder das ist nicht für morgen, aber wenn man mittelfristig und längerfristig überlegt, ist das Beste, das Wichtigste, was die Politik machen kann, ist in die beiden Bereiche, in die Qualität der Produkte, der Technologie und in die Qualität der Arbeitskräfte investieren. Und das ist das, was der Bundesrat am letzten Mittwoch verabschiedet hat. Das ist der Bundesrat, der das auch in seinem zweiten Paket, das er angekündigt hat, genau in diese Richtung geht. Wir sind uns aber einig und wir sind uns bewusst, und das ist heute Abend auch gesagt worden, nebendran gibt es Geldpolitik, wo die Nationalbank gefordert ist, aber in einem schwierigen Umfeld. Ich glaube, das muss man ganz ehrlicherweise auch sagen. Und das andere ist, wenn es einen Strukturwandel gibt, wenn es grössere Veränderungen gibt, dann muss die Politik dafür sorgen, dass es kurzfristig auch Massnahmen gibt, für Arbeitsplätze können zu sichern, Arbeitsplätze können zu überbrücken. Und ich denke, der Beitrag von diesen 500 Millionen für Kurzarbeitsentschädigung in der Arbeitslosenversicherung ist jetzt vielleicht im Moment noch nicht als der grosse Wurf angekommen, aber es ist ein ganz starkes Zeichen, kann ich sagen. Im Moment, wo
wo man auf das Instrument zurückgreift und wo man weiss, dass es ein wichtiges Instrument kann sein, hat der Bundesrat dafür gesorgt, dass man dort auch in der Kasse genug Geld hat, für nachher nicht sofort das Gefühl haben, wir müssen auch die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung wieder erhöhen. Jetzt ist der Ball im Parlament und der Bundesrat hofft, dass das erste Paket im Parlament durchkommt. Die Reaktionen waren zwar im ersten Moment gemischt, aber insgesamt, glaube ich, hat man gemerkt, dass dahinter ist eine kurzfristige, aber auch eine mittelfristige Strategie. Und ich glaube, eine Landesregierung darf sich auch nicht nur vom Moment treiben, sondern muss der Bevölkerung aufzeigen, wir haben einen Weg, wir haben klare Vorstellungen, wo das Land hingeht, auch in schwierigen Situationen. Und ich würde sagen, das ist, das erlaube mir zu sagen, auch was meine Kolleginnen und Kollegen vorgestellt haben im Bundesrat, die Überlegungen sind bei uns durchaus gemacht worden. Ich denke, für den Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenversicherung Kurzarbeit, also die Arbeitslosenversicherung zu stärken und Kurzarbeit zu ermöglichen, ist ein gutes Instrument. Was wir diskutiert haben, ist, warum haben es nur auf 18 Monate ausgedehnt und nicht auf 24 Monate, gibt es da Argumente dagegen? Also wir haben jetzt, was wir beschlossen haben, ist ausschließlich eine Aufstockung der finanziellen Mittel. Wir haben ja die Bedingungen von der Kurzarbeit nicht geändert. Aber man hat das letzte Mal bei den Konjunkturmassnahmen gesehen, dass man da durchaus auch fähig ist, kurzfristig Bundesrat und Parlament allenfalls Änderungen vorzunehmen. Aber jetzt hat der Bundesrat immerhin mit 500 Millionen in die Arbeitslosenversicherung ganz ein wichtiges Zeichen gesagt, wir wollen, dass wir eine starke Unterstützung haben für die Situation, falls es wirklich schwierig sollte werden. Als Beobachter stellt man einfach fest, der Bundesrat ist aufgefordert, macht endlich etwas, macht nichts. Und was er etwas gemacht hat, das ist falsch. Ja. So schlimm ist es nicht. Gut, also, ja, nur für Brückbau. Aber als Regierungsrat muss man wirklich fast verzweifeln. Wir haben energieintensive Betriebe im Kanton, wir wollen etwas machen. Wir wissen, die Regierung ist bei solchen Entscheiden immer ein bisschen tangbungen. Wie erlebt man das? Ja, das erleben wir vielleicht nicht gerade draussen in den Medien, aber wir erleben das eigentlich immer wieder mit unseren Gesprächen, in den Gesprächen, die wir haben, Gesamtregierung, auch mit den grösseren Firmen im Kanton Solothurn. Und es ist ein echtes Problem. Also man kann sagen, es ist in vielen grossen Betrieben macht das mehr als ein Drittel von den Gestehungskosten aus. Und das ist im Grunde genommen konjunkturell einfach nicht mehr handelbar. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Einfluss nimmt. Die eine Möglichkeit ist, man schraubt etwas am Verteilsystem auf Bundesebene. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, man nimmt Einfluss auf die Stromhändler und Stromproduzenten. Das versucht man zu machen, soweit das möglich ist. Aber es hat selbstverständlich auch seine Grenzen. Kann ich da schnell... Es war auch noch eine Motion Zanetti noch im Raum. Also jetzt losgelöst von aber die ist erledigt, die ist ja, vom nein, Tisch. Die ist nicht erledigt, die ist vom Bundesrat abgelehnt. Die kommt natürlich noch ins Plenum. Also ist nicht erledigt. Aber einfach, weil ich ja heute so besonders gut aufgelegt bin, immerhin schreibt der Bundesrat dort drinnen, dass sie sich der Problematik von der energieintensiven Industrie im Rahmen von der Energiestrategie 2050 annehmen. Also in 39 Jahren werden wir eine Lösung haben. Das Problem ist, dann haben wir im Kanton Solothurn keine stromintensiven Industrien mehr. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, oder jetzt redet alles von der Frankenkrise, aber das war eigentlich vorher gewesen. Die Strompreiskrise, also Gerlafinger, das ist, glaube ich, 1% vom Stromverbrauch von der Schweiz im Stahlwerk oder in der Grösse von der Stadt Biel. Gerlafingen ist von Italienern übernommen worden. Und zwar sind die auf Gerlafingen gekommen, obwohl sie wissen, dass die Löhne höher sind und. Insbesondere wegen der Energiepreise. Die Betriebsstätte in Italien, in Frankreich und jetzt eben in Gerlafingen. Mittlerweile. Und Italien ist jetzt bei Gost, also das ist nicht ein Stromproduzentenland. Die haben relativ wenig Wasserkraft, keine Atomkraftwerke, die haben einen relativ teuren Strompreis gehabt. Heute zahlt Gerlafingen mehr für den Strom als ihre Schwesterwerke in Italien und in Frankreich. Und da stimmt einfach etwas nicht. Und wenn dann der Bundesrat kommt und sagt, ja, wegen dem europäischen Wettbewerbsrecht und das mag ja wohl sein, aber in Italien oder in Frankreich foutieren sie sich offenbar darum, weil die sind billiger als hier bei uns in der Schweiz. Die Strompreise machen in Gerlach, im Stahlwerk, rund etwas über 30, also gegen 40% vom Kostenblock aus. Also mehr als Personalkosten.
Strompreis ist um grössordnung 40% auf. Ich habe gerne gesagt, wenn die Unia käme und sagt, die Stallarbeiter haben einen harten Job, die müssen 40% mehr Lohn haben, dann würde alle zusammen sagen, die sind Hirn amputiert. Aber beim Strompreis passiert das und da muss man möglichst schnell etwas machen. Das Werk ist hochgradig gefährdet, das ist wirklich existenziell gefährdet und darum, lieber Theo Eckert, das Ganze ist noch nie erledigt. Das erste Bundesrat empfiehlt das zur Ablehnung. Und ich hoffe darauf, dass jetzt in der UREC auch, dass sie da irgendetwas zusammenzaubern. Das ist eben das, ist das, was in der ständerätlichen Kommission eben möglich ist, dass sie sagen, gut, wir wollen hier niemanden vor den Kopf stoßen. Jetzt haben wir hier irgendeine so eine softe Paketlösung, die aber in der Wirkung aufs Gleiche rauskommt. Ich hoffe, die Kommission bringt das Paket zu Weg, wo wirklich eine signifikante Entlastung der Strompreise für die Stromintensive zur Folge hat. Und sonst verjagt es unsere produzierende Industrie. Weil mit Stromsparlampen oder mit den 3 Minuten Eier von Mogi kannst du einfach keinen Stahl kochen. Das ist, wenn die dort die Dings runterlassen, du bist glaube ich auch gesehen, Simonetta, dann, wo wir einen Fraktionsausflug haben gemacht, wenn die Elektroden runterlassen, das tut und bollet und dann ist das der Stromverbrauch von der Stadt Biel innerhalb von ein paar Sekunden. Da kannst du nicht mit Stromsparlampen beikommen, und da muss man andere Wege suchen. Und sonst noch einmal verlieren wir den Stahlwerk. Das wäre auch ökologisch der grösste Blödsinn. Dann würde man hunderttausende Tonnen von Schrott nach Italien oder Süddeutschland fahren, zum Einschmelzen, und die gleichen hunderttausende Tonnen Baustahl nachher wieder zurück. Ökologisch der grösste Blödsinn. Darum könnte man auch eine KEF-Befreiung oder was auch immer machen. Das wäre ökologisch in der Gesamtbilanz immer noch besser. Roberto hat es ja nicht gemeint, Redezeitzeiterledigung gesehen. Sorry. Aber das Thema ist wirklich gut und der Motionär weiss, von was er redet. Grenchen noch. Mal, dort hat sicher auch solche auf Gerlafingen arbeiten. Natürlich. Gerlafingen, die auf Grenchen gehen. Grenchen ist natürlich ein sehr wichtiger Industriestandort vom Kanton Solothurn. Das ist ganz klar. Und ich möchte Frau Bundesrätin hier noch sagen, dass es nicht nur um Technologien geht und um Kompetenz, um Fachkompetenz von der Arbeiterschaft, sondern dass wir noch am Werkplatz Schweiz noch ganz andere wichtige Attribute haben, die man eben erhalten muss. Das ist etwas, was die SP in den letzten Jahren auch gleich vergessen hat. Und das ist der Arbeitsfrieden. Das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Aber wo bleibt, wo kann der Arbeitsfrieden erhalten bleiben, wenn die Werke schliessen? Das kann ja nicht sein. Und darum finde ich, Sofortmassnahmen sind absolut richtig, um den Werkplatz zu erhalten, um die Werke zu erhalten. Aber langfristig müssen Massnahmen geplant werden. Das ist ganz klar. Und ich befürchte einfach, am Schluss trifft es einfach wieder der Arbeitnehmer, wo jetzt zum Beispiel mit höheren Arbeitslosenbeiträgen geschröpft wird. Und wer profitiert am Schluss? Das ist der Arbeitgeber oder das Unternehmen. Da habe ich grosse Befürchtung und da müssen wir die Augen offen haben, meine Damen und Herren. Ganz klar. Gut, die Zeit ist fortgeschritten. Es ist klar gewesen, dass wir nicht alles bis ins letzte Detail können diskutieren können. Aber wir haben abgemacht, dass wir sicher das Publikum noch einbeziehen wollen. Es sind sicher zu diesem Thema noch Sachen, die die Leute interessieren. Wir öffnen das Ping-Pong ein bisschen. Bitte, das Mikrofon ist offen. Jetzt soll ich schnell sagen, wer es ist und an wen es gerichtet ist, bitte. Ja, es muss nur der Erste oder die Erste den Bann brechen und nachher dort hinten ist jemand. Graf Wendelin. Und mein Chef, also einer von meinen Chefs, ist der Felix Lang, der grüne Kantonsrat. Und mir hat es ein bisschen abgefärbt von ihm. Und das ist ja klar, ich meine, ich bin jetzt 2 Jahre am Arbeiten dort und er ist mein Chef jetzt die ganze Zeit. Also ja, eben, einfach einer von ein paar Chefen. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn das Wichtige bei der Atomkraft ist nicht, wenn wir aufhören, wenn wir nicht aufhören mit der Atomkraft. Weil mit Bauern ist es gleich. Wenn einer einen Bauernhof auftut, will er von Bauern, dann muss er auch wissen, wo er den Mist hin tut. Und wenn wir jetzt hier weiss nicht, wie viele Töpfe haben, 5, und kein Endlager, dann sollte man zuerst mal ein Endlager aufstellen oder irgendetwas organisieren, bevor wir, das ist meine Meinung, bevor wir irgendwie, ja. Merci.
Das ist eine gute Frage, Diskussion, die immer wieder darum ist. Man kann die Atomdiskussion gar nicht führen, ohne die Endlager-Diskussion mit einbeziehen, Frau Bundesrätin. Ja, das ist absolut richtig. Also, man kann die Technologie nicht ohne das denken, was am Schluss eben übrig bleibt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum diese Technologie von vielen Leuten abgelehnt wird. Weil man sagt, das ist, da hinterlässt man den nächsten Generationen oder Dutzende oder Hunderte von Generationen ein Problem, das wir nicht lösen können. Es gibt bis jetzt weltweit nie ein Endlager, das wirklich in Betrieb ist, also wo man die Atomabfälle, die stark radioaktiven Abfälle hat können versorgen. Und ich denke, das ist sicher auch mit der Grund, dass man sich von dieser Technologie zunehmend verabschieden will. Aber noch einmal, ich glaube, es ist vorher schon richtig gesagt worden, das ist nicht etwas, was einfach ist. Das braucht wirklich Investitionen für die Alternativen. Aber wenn wir es nicht jetzt anpacken, dann werden wir es nie schaffen. Und darum ist, glaube ich, der Bundesratsentscheid jetzt ein ganz wichtiger gewesen, weil es ein Signal ist für die Zukunft. Aber ich gebe euch absolut recht, die Frage der Endlager ist auch in unserem Land nicht gelöst und wird uns noch sehr, sehr stark, vielleicht uns nicht einmal mehr, aber die nächsten Generationen ganz massiv beschäftigen. Zwei Sätze dazu. Also kannst du Felix sagen, dass er recht hat, wegen dem Bauern müssen wissen, wo der Mist her will. Aber kannst du Felix auch sagen, ich könnte einen Bahnhof bauen, wo da eine Weise irgendein Soja von Brasilien hierher tun, wo man nachher auch nicht weiss, wo der Mist und die Beschütte hergeht. Aber die Milch wird den Markt überschwemmen. Also so gesehen, gibt es also auch Nuklearmelcher oder Atombauern oder was auch immer. Einfach, dass man das, also man da die Aufgabenteilung zwischen der Industrie und der Landwirtschaft, dass man das auch ein bisschen geklärt hat. Aber es gibt auch Solarbauern. Und das finde ich natürlich etwas Wunderbares. Wenn jetzt Bauern entdecken, und sie haben übrigens ein gutes Instrument, die haben so einen Fonds, oder, wo sie 15 Jahre lang, sie können Kredit haben daraus für Investitionen, 15 Jahre lang zinsfrei. Oder? Und jetzt ein Solardach machen, die haben ja riesige Dächer, das ist das Beste. Dann werden die Landwirte zu Stromwirten. Und das ist Ihre Zukunft, ein zusätzlicher Standbein. Es gibt übrigens einen Vorstoss, Solaranlagenpflicht bei Neubau, anstelle von den Bunkern, die man hier im Keller nicht eben für nichts sind. Aber der wird auch abgelehnt werden vom Bundesrat, gehe ich jetzt mal davon aus. Nutze Gelegenheit für Fragen. Haben wir dich so erschlagen? So erschöpfend sind wir nicht gesehen, oder? Einfach so gut. Bitte. Grüter Hans-Peter. Ich hätte die Frage betreffend Gebäudeisolationen auf die gesamte Energiebilanz zu verbessern. Wir haben das auch Problem, dass wir viele Mieterinnen und Mieter haben und die Häuser gehören ja meistens privaten. Wie tut man schauen, dass auch solche Gebäude erneuerbare Energie, Solarpanel, Warmwasseraufbereitungen draufkommen oder auch Wasserinstallationen gemacht werden? Ist da etwas angedacht? Schauen alle an. Wie würde der Regierungsrat im Kanton Solothurn darauf antworten? Ja, ich versuche es mal. Es gibt ja die veränderten energiegesetzlichen Grundlagen, die in den letzten 3-4 Jahren, glaube ich, auf Empfehlung von der Energiedirektorenkonferenz auch von den Kantonen übernommen worden sind. Das sieht vor, dass beim Neubau vor allem gewisse höhere Vorschriften gemacht werden, was die Dämmung vor allem anbetrifft. Es ist auch so, dass Subventionsprogramme bestehen. Der Kanton Solothurn hat das erst sehr zaghaft gemacht. Wir haben etwa vor 3 Jahren haben wir 3 Millionen eingerichtet, die man an sich freigibt. Und es gibt auf Bundesebene auch Subventionen, wo man kann profitieren. Allerdings muss ich sagen, sind die Kanäle, sowohl was Beträge anbetrifft, als auch was die Vorgaben anbetrifft, relativ eng heute. Und wir wissen, dass man einen grossen Prozentsatz, auch den grössten Prozentsatz von
mit Energiedämmungsmassnahmen an bestehenden Bauwerken gewinnen könnte. Und ich denke, da sind die Kantonsregierungen gefragt, dass man sich Gedanken macht dazu und auch Mittel einsetzt. Und auf der anderen Seite ist auch der Bund dort gefragt. Eines der Hauptprobleme, aber wo, und da komme ich vielleicht wieder auf die Energiegewinnung zurück, die ich sehe im Moment, ist, dass die Projekte, die alle herum wären, um Alternativenergien zu gewinnen, dass die zum Teil blockiert werden auf Bundesebene in den Subventionen, weil die Bedingungen, die dort gesetzt wurden, nicht erfüllt werden. Und von mir aus gesehen müssen wir unbedingt auf Bundesebene schauen, dass man die Engpässe kann öffnen kann, dass nicht mehr so viele Projekte, wie beispielsweise grosse Solardächer mit Solarzellen, so lange müssen anstehen, dass sie realisiert werden können. Genau, also da sind wir ja eigentlich da. Oder du redest auch vom Kräftdeckel. Es gibt noch einen Vorstoss Gebäudeausweis und das ist eigentlich der mehr auch über den Markt können steuern. Da haben die Nationalen Ständerat angenommen und jetzt habe ich gesehen, dass in unserer Fraktion im Kantonsrat das auch eingeht. Ich glaube auch durch, hoffe ich einmal. Und damit kommt natürlich ein Haus einen höheren Wert auf dem Markt über, wenn es besser isoliert ist, nicht nur beim Verkauf, sondern auch bei den Mieterinnen und Mietern. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt. Aber es ist klar, beim Bund müssen wir noch einiges versuchen zu machen. Der Kräftdeckel muss weg und wir sind hier auf dem besten Weg. Dass man den Abfall, ja, die hören mir schon, dass man den Abfall kann entsorgen kann. Und bevor dass man den Abfall nicht kann entsorgen kann, sollte man gar nicht mehr über neue Kernkraft diskutieren. Man hat darüber diskutiert, was man machen im Boden machen. Aber was man oberhalb vom Boden muss machen muss, dass man die Ware in den Boden runter tun kann. Von dem hat noch niemand geredet. Dort muss man noch grosse Gebäude machen, dass man die Ware versorgen kann. Und ich bin der Meinung, Kernkraft, das ist durch. Dort mal diskutieren, wo wir den Abfall her tun wollen. Und wenn wir den Abfall einmal endlich können versorgen können, dann könnte man wieder über verschiedene Sachen diskutieren. Aber nicht so, wie es jetzt passiert. Das geht das zeitgenössische Parlament an. Gut, danke. Klare Botschaft, keine Frage. Wir haben es alle gehört. Also ich glaube, die Frage ist ja, heute diskutiert ja niemand mehr von neuen Kräften, sondern die Frage ist, wie schnell und wie radikal will man aussteigen. Also ich glaube, das Thema ist vom Tisch. Und dass wir die Altlast von der Abfallentsorgung noch lösen müssen, das ist, also da rennen bei uns, glaube ich, offene Türen ein. Da predigst du bei Tiefgläubigen schon. Also ich bin auch immer noch froh, ist das Problem immer noch ein Problem und bleibt es noch ein zeitliches Problem. Sonst glaube ich nicht, dass wir aussteigen. Es waren noch weitere Hänge oben gesehen vorhin, ja. Hört man? Ja. Ist gut, ja. Ich möchte Herrn Gomm etwas fragen. Und zwar, Lastdorf hat einen Gestaltungsplan aufgelegt mit etwa 25 Wohnungen. Und da hat es Verkehrserschliessung und so weiter, sind problematisch sind. Ich habe dann auch ein Mitwirkungsverfahren mitgemacht und habe dann dem Gemeinderat geschrieben, man müsse von der Gemeinde aus die Wohnungen mit Energiestandard dem Bauherr vorschreiben. Man hat mir dann zurückgeschrieben, dass sie nicht zumutbar, dass man da einem Bauherr solche Vorlagen, Auflagen macht. Meine Frage ist, was sagt er, soll er ein Regierungsrat, wenn ich 1'000 Franken in die Finger nehme und eine Aufsichtsbeschwerde mache oder das Geschäft einem Regierungsrat zustellen zur Entscheidung, was wird da rausschauen? Max, das ist immer das, was man am liebsten hat, die direkte Fallerledigung vor Publikum, oder? Und dann ist noch in einem fremden Departement. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin überfragt, dass ich müsste mir das Dossier zuerst zu Gemüte führen.
Und dann kommst du eine Antwort von mir. Also sehr summarisch, weil ich kann ja gar nichts sagen. Und dann muss er in Ausstand, wenn es dann wirklich in der Regierung ist. Er sagt, das ist jetzt als ehemaliger Regierungsrat und sehr summarisch. Planungshoheit liegt bei den Gemeinden und die Regierung wird sich hüten. Auch wenn es nicht krass rechtswidrig ist, was die Gemeinde beschließt, wird sich die Regierung hüten, reinzureden. Das macht ja der Bundesrat gleich. Da können die Kantone, also nur Dummheiten zu machen, reicht nicht zum Intervenieren. Es muss wirklich krass rechtswidrig sein. Darum würde ich sagen, also in den 1'000 Franken, die das in den Wahlkampf stecken, das bringt mehr. Ja gut, also wenn es der Bauherr nicht einsieht, weil er muss ja auch rücken und mehr in die Finger nehmen, dann müsste ich spätestens Gemeindebehörden sehen, aber offenbar sind das die Langzeitwirkungen von der Exposition hier gegenüber am Kernkraftwerk. Das kann ja sein, dass das nachher irgendwie so zu Hirnerweichungen führt in gewissen... Aber die Regierung wird hier sicher nichts machen, weil Planungshoheit ist tatsächlich bei den Gemeinden. Ich danke dir sehr, Roberto, für die Unterstützung jetzt hier. Aber ich werde Max trotzdem noch eine Antwort dazu bekommen. Toll, gut. Mo, gibt es noch etwas? Joe von Arbor, Gewerkschaft Syndicom. Ich erwarte, es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung und eine Erwartung von der SP, dass sie im Service Public mehr Beachtung schenkt, effektiv den Gewerkschaften mehr Rückendeckung verspricht und geht, wenn es um Schließungen von Poststellen geht, wenn es um Schließungen geht für den Bahnhof und so weiter und so fort. Da erwarte ich von der SP Schweiz mehr Dampf und Rückendeckung, dass wir da gegen Jörg Bucher und auch von Meier und so weiter, die alle heissen da die CEOs, dass die in die Schranken gewiesen werden. Und wenn wir schon Bundesrätin Sommaruga bei uns haben, es geht auch in die Sicherheit rein. Wenn wir beim öffentlichen Personal immer mehr abbauen, kein Bahnhofvorstand mehr rum ist, am 8. der Bahnhof zugeht, Poststellen geschlossen werden und so weiter und so fort, also vor allem im öffentlichen Verkehr, muss man nicht fragen, wieso die Vandalenachter und so weiter zunehmen, wenn niemand mehr oben ist im öffentlichen Sektor. Danke. Merci. Das ist nicht als Frage deklariert, Frau Bundesrätin, würdet ihr etwas dazu sagen? Ja, ich kann es eigentlich nur unterstützen. Also der Service Public ist ein ganz wichtiger Teil von der schweizerischen Infrastruktur und vom Zusammenhalt in unserem Land. Es geht um das, aber ich denke, der Hinweis finde ich ganz wichtig, was er gemacht hat mit der öffentlichen Sicherheit. Sicherheit im öffentlichen Raum hat auch wesentlich damit zu tun, erstens, dass unsere Infrastrukturen funktionieren, aber auch, dass das Personal vorhanden ist. Keine Differenz. Gut. Also, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr in Weinfelden kein Referat hatte, auch kein Podium war, sondern dort hat es geheißen, so Maruga bei den Leuten. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich, auch in diesem Rahmen hier. Ich möchte euch aber gleich noch Gelegenheit geben für ein Schlusswort, bitte. Ja, merci vielmals. Es war auch heute Abend so gewesen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass Mitglieder vom Bundesrat nicht einfach hingehen, neu mit das Referat halten und nachher wieder zurückgehen, sondern dass sie auch sich die Frage stellen. Und ich möchte euch eigentlich heute Abend ganz herzlich danken. Es ist auch für mich eine ganz spannende Diskussion gewesen. Ich bin darauf gefasst gewesen, vielleicht auch darauf vorbereitet gewesen, ihr würdet mich noch ein bisschen mehr herausfordern beim Thema Migration, beim Thema Ausländer. Ich höre, dass das Leute sehr beschäftigt. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen beruhigt gewesen, weil ich heute Abend sehe, das ist zwar Thema Ausländermigration, ist ein wichtiges Thema, wo wir auch darüber reden müssen, aber es ist nicht das Einzige, was die Leute beschäftigen. Es gibt eben in diesem Land ganz verschiedene gewichtige politische Themen und für mich ist heute Abend ganz wichtig und schön gewesen, zu sehen, die politische Breite, Themen, die wir zusammen diskutieren können, engagierte Leute auf dem Podium, engagierte Leute im Publikum. Ich möchte euch ganz herzlich danken.